Moin, moin, liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex. Ja, heute wieder mit einer Filmsammlungs-Overview. Und ja, zwar an einem Samstag, damit das alles noch gut reinpasst und dieses Jahr fertig wird, die Overview. Dann kann ich danach nämlich donnerstags mal was Spannendes bringen. Auch wenn der Mimu natürlich schon immer sehr spannend ist. Ne, Mimu? Hier. Ne? Naja, gut. Während ich hier also einen Minato habe, heute geht es um Sexploitation und Erotikfilme und ja, Horrorfilme mit, nennen wir es mal einem Erotikeinschlag, wenn man das denn so nennen möchte. Und den Anfang macht hier nicht Minato, der guckt gerade so gespannt. Ne? Ja, ne? Nach Motto, damit ein bisschen was Sehenswertes hier passiert. Nein, ein Werk von dem guten Jess Franco, dem guten. Sie tötete in Ekstase. Hier mit Soledad Miranda. Und ja, das ist ein Werk aus dem ganz frühen 17, ich glaube sogar 1970 war das, ne, von Jess Franco. Und naja, was man dem Film tatsächlich lassen muss, das war noch ein Film, wo Jess Franco nicht nur billigen Schlotz gedreht hat, sondern auch noch ein bisschen, möchte ich so weitgehend sagen, künstlerisch interessante Filme. Also sagen wir es mal so, ne, Sie tötet in Ekstase hatte auf jeden Fall eine sehr interessante Atmosphäre. Natürlich sehr erotiklastig, ne, auch ein bisschen Thriller mit drin, aber vor allen Dingen auch, wie gesagt, eine sehr interessante Atmosphäre. Und ich bin ganz ehrlich, Soledad Miranda war in dieser Rolle natürlich auch sehr gut. Und ja, ist eigentlich schade, dass sie so früh gestorben ist. Die hätte sonst in dem Bereich durchaus noch, ja, auch im Horrorbereich noch einiges erreichen können. Also auch eine sehr hübsche Dame. Und der Film tatsächlich kein Überkracher, aber ja, auf jeden Fall eines der interessanteren Werke von Jess Franco, was dann halt auch noch nicht so unendlich billiger Trash überwiegend ist. Ja, machen wir eigentlich hier gleich noch weiter mit einem weiteren Jess Franco-Klassiker. Der Name wird heute noch häufiger auftauchen, so viel sage ich dazu schon mal. Auch Anfang der 70er, ich glaube der war 71, Vampiros Lesbos. ja, hier eigentlich prinzipiell ähnlich wie Sie tötet in Ekstase. Ne, mit einer sehr eigenen Atmosphäre. Die mag man oder man mag sie nicht. Natürlich viel Erotik und ja, Soledad Miranda hier als Vampir oder als Gräfin Nadine Carodi. Ne? Und ja, sie ist die Witwe von Dracula. Naja, ist selber ein Vampir. Ist auf jeden Fall ja durchaus atmosphärisch, der Film. Ne? Und hat natürlich auch seine Erotikeinlagen. Ne? Aber wie gesagt, auch hier Soledad Miranda trägt natürlich dazu bei, dass, ja, ich sag mal, Fans dann auch wirklich mehr Spaß hier haben, als der Film es vielleicht eigentlich verdient hätte. Aber gut. Nein, also Vampiros Lesbos definitiv auch ein atmosphärischer Film. Nicht unbedingt ein guter und schon sehr eigen. Ne? Gilt halt wirklich für die beiden hier. Aber sie, wie gesagt, zählen zu den interessanteren Werken Jess Francos und auch zu den, ja, mit am besten gemachten. Muss man auch klar so sagen. So, ja, bevor wir weiter mit Franco machen, da werde ich einige Sachen nur zensiert in die Kamera halten können. Ja, ist das ein Sexploitation-Film? Ist das ein Erotik-Film? Naja, teilweise schon. Caligula, ne, von Tinto Brass. Ne, hier die, ja, damals einzige Möglichkeit, den Uncut zu kriegen, eine ganze Zeit lang. Mit über 2,5 Stunden. Die dänische DVD. Dänisch war das, ne? Dänisch oder schwedisch? Ne, die skandinavische DVD auf jeden Fall. Ja, Caligula von Tinto Brass mit Malcolm McDowell. An sich ja eher ein Historien-Drama. Ne, aber ein Film, der auf jeden Fall auch sehr, sehr viel an Sex und Gewalt hat. Und ja, ist auf jeden Fall berüchtigt, sagen wir es mal so. Und er ist gar nicht so schlecht. Er hätte vieles von der Erotik gar nicht so gebraucht. Auch einige der Gewaltszenen waren nicht zwangsläufig immer notwendig. Aber ich glaube, da wurde Tinto Brass auch so ein bisschen angehalten, ne, damit das Ganze besser vermarktbar ist und ein Publikumsschlager wird, da, ne, mehr Gewalt und vor allem auch Sex reinzubringen. Deswegen taucht er auch hier auf, weil er schon einiges an Sex und in der langen Fassung hier auch einiges an unsimulierten Sex. Ja, und damit geht das definitiv auch schon in die Richtung Erotik, Sexfilm. Ja, auch wenn der eigentlich auch mehr hätte sein können.
wurde halt durch das Einführen dieser Szenen auch in die Ecke gedrängt. Ne? Hätte ich eigentlich auch Thriller hier nochmal mit reinhalten können, weil es auch so ein Film, der durch diese unnötigen Hardcore-Einlagen leider nicht aufgewertet wird. Ne? Ich muss mir die andere Fassung halt immer noch angucken. Aber der ist ja dann tatsächlich mehr Thriller. Sag ich auch gleich, Rape and Revenge. Es geht hier nicht um Rape and Revenge-Filme, die habe ich ja immer beim Horror mit drin. Ne? Mein noch einen, nochmal schnell hier, der, den ich auch noch in die Kamera halten kann, ohne irgendwo hier den zu machen. Mark of the Devil ist jetzt auch nicht mehr beschlagnahmt, kam ja jetzt auch von Turbine raus. Vor einiger Zeit, ne? Hexen bis aufs Blut gequält. Ich komme da immer mit den deutschen Titeln durcheinander. War das Hexen bis aufs Blut gequält? Hexen bis aufs Blut gequält. Nee, ich bleibe immer bei dem deutschen Titel, englischen Titel Mark of the Devil. Das ist, ja, ist es ein Sexploitation-Film? Die ganzen Hexenverfolgungsfilme haben ja immer so einen gewissen, ja, leichten Einschlag aus der Richtung. Weil es hier natürlich viel ging, auch um sexualisierte Handlungen, ja nicht mit Frauen, sondern gegen Frauen geht. Hier natürlich noch mit einem anderen Hintergrund und natürlich auch einem etwas höheren Gewaltgrad. Ist also wirklich auch einer der besten Hexenverfolgungsfilme. Nee, für mich nicht ganz an Witchfinder General ran. Ist aber schon ein ziemlich fieser Film, ne, und aber auch ein ziemlich interessanter Film. Und ja, wie gesagt, Sexploitation, ist das Sexploitation genau genommen nicht wirklich, aber ich habe ihn jetzt hier bei den DVDs dort mal einsortiert. Zumal er ja auch in dem zum Beispiel Buch über Sexploitation von Andreas Bethmann hier, dem Deep Red Torture, ja auch da mit reinkommt, genannt wird. Bevor jetzt jemand auch fragt, ja, wo sind denn, kommen denn die Ilsa-Filme? Nein, die habe ich ja in der Box und die hatte ich ja bei den besonderen Editionen mit reingebracht. So, dann nochmal zwei Sachen, die definitiv nicht wirklich Sexploitation sind, ja, aber aufgrund des hohen Maßes an nackter Haut und Sex, ja, eigentlich wirklich eher in die Richtung gehören. Und zwar rede ich hier von den Slashern Phantomkiller. Ich weiß gar nicht, wo die gedreht wurden. Ich zensiere das hier damit. Na? Der Titel zensiert das zum Glück ein bisschen mit. Ja, zensiert es genug. Also Phantomkiller. Ja, in der polnischen Stadt sind auch polnische Slasher dann. Hier von Dragon, die DVDs. Sehr viel nackte Haut, sehr viel sexualisierte Gewalt. Also so eine wirkliche Handlung hatte der Film auch nicht. Da geht es eigentlich in erster Linie darum, dass da, ne, nackte oder halbnackte Frauen überwiegend wirklich nackt von einem Killer gejagt und, ne, getötet werden. Und sehr viel sexualisierte Gewalt drinne. Und ja, ich bin ganz ehrlich, baut man das richtig ein und hat man noch ein bisschen Handlung, kann das ja noch zielführend sein und trotzdem ein guter Film. Ich meine, es gibt einige Filme, die wirklich sexualisierte Gewalt haben, aber auch was hinaus wollen. Nein, hier, das ist wirklich ein reines, ja, misogynes Werk nach dem Motto Hauptsache Titten, dass die Männer sagen können, Titten. Und Gewalt natürlich fast exklusiv gegen Frauen im Sinne von, ja. Also ist natürlich ziemlicher Rotz, muss man sagen. Ne? Ich hatte mir die damals auch nur gut, weil ich dachte, ne, kommen neue von, ja, Dragon bzw. Raptor raus. Gleich mal reingucken, Slasher sollen ziemlich blutig sein. Ja, sind schon brutal, ja. Sind aber auch wirklich nicht gut gemacht und wie gesagt, in der Grundhaltung auch sehr bedenklich. Ne? Also noch mehr als manche andere Sexploitation-Filme, die dann vielleicht auch, ja, ich sag mal, als harmlose Erotik gedacht waren. Ne? Gibt es ja auch noch einen zweiten Teil, der ist ähnlich wie der erste, teilweise ziemlich blutig, aber auch ziemlich billig gemacht. Viel nackte Haut und ja, sehr viel fragwürdige Haltung gegenüber Frauen. So, jetzt kommen wir, jetzt muss ich schauen, dass ich denn die auch alle gleich mit erwische, zu den der offiziellen Jess Franco Collection. Zensieren wir hier gleich mal. Women in Cell Block 9. Ja, Sexploitation-Film von Jess Franco hat da viele gedreht. Man muss dazu sagen, auch die von Erwin C. Dietrich, die haben, muss man auch sagen, tatsächlich
gewisse Produktion oder einen gewissen Produktionsstandard, dass die tatsächlich gar nicht so billig rüberkommen, wie manch anderen Kran in Franco runtergekurbelt hat. Ja, Frauen in Women in Cell Block 9, also Frauen für Zellenblock 9, ist halt so der typische Sexploitation, ja, Heuler. Wir haben, ne, viel Sex, ne? Lesbensex muss man es an der Stelle nennen, also homoerotischen Sexszenen. Haben natürlich auch ein bisschen, ne, Folter mit drin. Jetzt nichts Drastisches, dass man sich das nicht mehr mit angucken kann. Sind tatsächlich ein paar fragwürdige Szenen mit drin. Ich überlege gerade, war Lina Romay hier mit drin? Ich glaube nicht. Ne, aber mit Susan Hemingway, Karine Gambier und ja, Howard Vernon natürlich auch einige bekannte Gesichter aus diesem Bereich. Ja, es ist halt ein Sexploitation-Film. Gibt Schlechteres in dem Bereich, aber es gibt auch Sinnigeres und Besseres. So, und ja, ich sag mal, wer sich jetzt hier vielleicht so ein bisschen auch trashigen Spaß erhofft, nee, nicht ganz so. Ja, dann haben wir hier Love Camp, Frauen im Liebeslager, wie das alles schon klingt. Ja, von Jess Franco. Man sieht's und erwische ich auch alles, erwische ich auch alles. Und ja, ähnlich wie die anderen Dietrich-Produktionen, besser produziert, als man denken mag. Hier natürlich auch, ja, logischerweise sehr viele Sexszenen, sehr viel, ja, lesbische Sexszenen. Ne? Auch so, es ist ein bisschen her, dass ich die alle gesehen habe, weil inzwischen, ich kann damit nicht mehr so viel anfangen. Aber ich glaube, der war auch noch ein bisschen stilvoller gemacht als Women in Cell Block 9. Und ja, von der Handlung glaube ich sogar auch noch ein Tuck. Na, spannend ist vielleicht übertrieben, aber ne, schon noch ganz passabel gemacht. So, dann der größte Klassiker wahrscheinlich aus dem Bereich von Jess Franco: Barbed Wire Dolls, also Frauengefängnis. Ja, der eine Nummer härter als zum Beispiel jetzt Frauen im Liebeslager. Ne, natürlich auch wieder sehr viel Erotik. Grundprinzip kennt man. Ja, ist einer der größten Klassiker aus dem Bereich. Wie gesagt, auch eine Nummer härter als einige der anderen. Ja, ich fand den aber tatsächlich ein bisschen schwächer als ein, zwei andere Werke von Franco aus dem Bereich. Ja. Ist halt für Fans. So, jetzt kommen wir zu, da muss ich zum Glück nur hier leicht zensieren, Ilsa Wicked Warden oder auch Greta Haus ohne Männer mit Diane Thorne, die ja auch als Ilsa bekannt ist. Ne? Also hier ist es ja auch tatsächlich, im Englischen wurde der auch als weiterer Ilsa-Teil vermarktet. Ja, ich meine, Diane Thorne bringt zu dem ganzen Sleaze, den man da hat und ähnliches, noch so einen gewissen, ja, was war Trash-Faktor rein. War ja auch schon bei den Ilsa-Filmen so. Die haben einen gewissen Trash-Faktor, wodurch sie, ja, mehr Spaß machen als einfach nur diese reinen Sexploitation-Filme, die dann, ja, teilweise auch ziemlich ernst einfach nur, ne, lesbische Erotik, Vergewaltigung und Folter reinbringen. Ne, durch Diane Thorne entsteht da immer noch Trash-Faktor. Naja, also der hier tatsächlich, für Fans der Ilsa-Reihe, der eigentlichen Ilsa-Reihe, kann man den durchaus empfehlen, weil Diane Thorne, wie gesagt, da irgendwie so ein, ja, Humor reinbringt, ist vielleicht falsch. Also ein Trash-Faktor reinbringt. So, und dann tatsächlich, meiner Ansicht nach, der beste Sexploitation-Film von Jess Franco. Liebesbrief für einer, muss ich nicht. Ist der Nippel? Ich bin mir nicht sicher. Liebesbrief für einer portugiesischen Nonne, der tatsächlich auch von Erwin C. Dietrich produziert. Diese ganzen aus der Jess Franco Collection sind die Dietrich-Produktionen. Der war tatsächlich sogar gut. Klar hat er auch ja, lesbische Sexszenen, ne, damit Männer sagen können: Ha, geil. Also er hat Erotikszenen natürlich drin. Hat natürlich auch, ja, ich sag mal, was die Folter und Härte und sowas angeht, gar nicht so hoch, ne, hier auch in einem Kirchensetting, aber ich finde einerseits Susan Hemingway
macht das gut in der Hauptrolle und er versucht tatsächlich noch eine interessante Geschichte zu erzählen, weil es ja eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen einem jungen Mädel war. Ne, und einem, das muss ich selber hier nochmal gucken, ja, Maria, ne, in flagrante delicto with a lover by Father Vincente. Also, ne, ist ein junges Mädel, das eigentlich ja, verliebt ist, einen Freund hat und dann ja gezwungenerweise ins Kloster eingezogen wird und naja, und dort halt dann auch, ich sag mal, auf den Pfad der Tugend gebracht werden soll. Na, aber wie gesagt, ist auch von der Geschichte gar nicht so uninteressant gemacht. Die Production Values sind für einen Jess-Franco-Film wirklich richtig gut. Und ja, der ist nicht ganz so sleazy wie einige der anderen und erzählt tatsächlich auch eine durchaus nicht uninteressante Geschichte. Also, nur wenn man von diesen ganzen Sexploitation-Filmen von Jess-Franco einen gesehen haben sollte, finde ich es tatsächlich der, weil der von der Qualität tatsächlich mehr als ein reiner Schundfilm ist. Ne? Auch wenn er natürlich seine Sexploitation und Sleazy-Sachen drin hat. Ja, aber Love Letters of a Portuguese Nun ist tatsächlich, ich müsste ihn vielleicht auch mal wieder sehen, aber ich habe den als wirklich, als ich den das erste Mal gesehen habe, hat er mir richtig gut gefallen. Also nicht, weil Sexploitation, ne? Wie gesagt, ist nicht mehr ganz so mein Genre, fand ich, ne, so mit, ich will jetzt nicht lügen, 20 Jahren, nur dann doch bedeutend cooler. Naja, man wird irgendwann halt erwachsen. So. Dann haben wir hier nochmal Dämonenbrut. Kann ich den zeigen? Ja. Ja, Dämonenbrut von Andreas Bethmann. Es ist natürlich kein reiner Sexploitation-Film, es ist eigentlich eher ein ja, Amateur-Horrorfilm, der aber Sexploitation-Anteile natürlich hat und auch Erotik-Szenen hat. Ja, haben Dave und ich ja schon so ein bisschen was zu gesagt. Im Bereich Deep Red Gore Handbook. Besprechung. Der Film ist natürlich, ja, die Erotik-Szenen haben da eigentlich wenig drin verloren, sind eigentlich eher aus Prinzip drin. Und als Horrorfilm, er ist nicht wirklich atmosphärisch, Bluteffekte, ja. Naja, wenn man noch was sagen, also von Andreas Bethmanns Film sicherlich noch einer der besseren, was nichts bedeutet. Aber naja, also Dämonenbrut. Naja. Also, wie gesagt, wer Sexszenen haben möchte, der ist mit anderen Filmen besser bedient, weil da nicht immer Horror und Splatter dazwischen kommt. Und wer Splatterfilm sehen möchte, da gibt es andere, die halt viel besser sind und auch Atmosphäre und sowas bieten. So, dann haben wir hier. Erotik, auch von Jess Franco mit Lina Romay, auch aus dem Mitte der 70er, frühe 70er, ist, da kann ich das Cover wirklich nicht zeigen. Ja, es ist tatsächlich, das ist tatsächlich weniger ein Sexploitation-Film, eine lüsterne Vampire im Spermarausch. Nein, das ist tatsächlich einfach nur ein Vampirfilm. Na, der eigentlich ein Hardcore-Porno ist. Also hat sehr viele Hardcore-Szenen mit drinne. Und ja, sagen wir es mal so, wie Vampyros Lesbos, bloß mit weniger Handlung, weniger Atmosphäre, dafür viel, viel mehr Sex und viel, viel expliziter. Ja, noch nie veröffentlicht, Fassung weltweit. Ja. Also wie gesagt, das ist dann eher ein Hardcore-Porno mit Horrorfilm-Setting, aber wirklich nicht gut gemacht. Also, da merkt man schon, dass Jess Franco dann auch schon zwischendurch auch angefangen hat, sehr viel Scheiß zu drehen. So, dann haben wir, war der hier auch von Franco, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Gefangene Frauen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der von Jess Franco war. Ich glaube tatsächlich gerade nicht. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Ist halt auch ein ja, Sexploitation-Film prinzipiell, aber doch sehr starker Fokus auf Erotik. Na, also ist nicht wirklich hart oder ähnliches, sondern wirklich eher ein Soft-Erotik-Film mit Sexploitation-Anleihen drinne. Man muss natürlich sagen, Karine Gambier und Brigitte, gerade Brigitte Lahaie,
Brigitte Lahaie natürlich eine absolute Ikone, ne, der 70er-Erotik. So wie ich das mitgekriegt habe, ist auf jeden Fall auch eine sehr attraktive Frau und das ist halt ein Soft-Erotik-Film. Ne? Braucht man nicht unendlich viel erwarten, außer dass er halt, ja, wie gesagt, durchaus mit hübschen Frauen aufwarten kann. Es ist, wie gesagt, soll man zum Erotikfilm groß sagen. Ne? Geht da zur Sache. Viel, ja, lesbische Erotik, logischerweise. Ne? Na, dann hier, um Gottes Willen. Auch, was man sich alles geholt hat, damals auch in der Hoffnung, vielleicht hat man da ja einen kleinen Klassiker des Sexploitation-Genres. Was man alles an Geld hätte sparen können und in bessere Filme investieren können. Nein, aber Eine Armee Gretchen ist in erster Linie auch eher ein Erotikfilm als wirklich ein Sexploitation-Film. Ne, hier, blutjung wurden sie zum Kriegsdienst gepresst, als Krankenschwestern oder Nachrichtenhelferinnen, als sogenannte Blitzmädchen. Ja. Also ich sag mal so, der historische Wert des Ganzen ist relativ gering. Es geht hier wirklich ums Hökern. Also es ist auch ein Erotikfilm, nicht mehr, nicht weniger. Ich weiß jetzt auch nicht, ja, Birgit Bergen, Karl Möhner, Renate Kasche. Keine Ahnung. Also es ist auch ewig her, dass ich den mal gesehen habe. Ist aber auch ein Erotikfilm gewesen. So, dann kommen wir mal, ja, hier nochmal ganz schnell zu zwei wirklich derben Dinger, die ich aber auch im Mediabook habe. Einmal Bamboo House of Dolls, hatte ich ja auch bei den Mediabooks schon gesagt, ist jetzt ein bisschen her. Der Film ist, ja, natürlich hat er Sexploitation-Elemente mit drinne, ne, aber ist tatsächlich auch gut produziert und es ist ein Shaw Brothers-Film, also sehr viel Action drinne, ne, natürlich auch Erotik, aber auch durchaus eine interessante oder nicht uninteressante Handlung und ja. Wie gesagt, deswegen eigentlich eine Sternstunde des Sexploitation-Films, weil es ja weniger Wert auf den reinen Sexploitation-Part legt, sondern es ist ein Film, der halt auch einiges an Sexploitation-Anteil hat und sonst seine Geschichte erzählt, Action hat, Drama hat und einfach ja auch ein bisschen Trash-Faktor hat. Ich mag Bamboo House of Dolls. Und dann hier ein ganz, ganz schwieriger Film, der ja auch in den Bereich Sexploitation mit reinkommt. Ich glaube, das kann ich sogar so in der Kamera halten. Lost Souls. Auch als Frauen im Foltercamp bekannt in Deutschland, wo ich mir immer an die Birne packe, weil es hier wirklich hier darum geht, dass dann wirklich eine Gruppe von Flüchtlingen, ich weiß gar nicht mehr, ob die von Hongkong, von Festland China nach Hongkong wollten oder nach Taiwan wollten, irgendwie sowas. Ja, und die werden halt von Menschenschiebern gefangen genommen und natürlich dementsprechend auch ja, misshandelt und ähnliches. Also das, für mich ist das eigentlich kaum ein Sexploitation-Film, weil ja, also ein Sexploitation-Film soll ja so ein bisschen eine Erotik auch rüberbringen. Der Film hat null Erotik und wirklich ist wirklich heftig. Der ist wirklich heftig, aber auch hier Shaw Brothers mäßig, ne, an sich gut inszeniert, oder wirklich gut inszeniert, hat auch eine durchaus spannende und nachvollziehbare Handlung, aber halt auch wirklich einige heftige Szenen. Und mich stört dieser deutsche Titel Frauen im Foltercamp, weil es hier nicht nur um Frauen geht. Es geht um auch die Männer und ne, Männer und Frauen. Und es ist halt das, klingt jetzt immer blöd, Sexploitation soll ja dann auch so ein bisschen, sind wir eigentlich, das ist ein Genre für männliches Publikum. So ein bisschen Wish-Fulfillment und so ein bisschen anrüchig und so ein bisschen ja in eine SM-Schiene, sage ich mal, rein. Na, wobei, wie gesagt, im SM, so wie ich das verstanden habe, nie groß mit befasst, aber Kumpel. nee, und der meinte tatsächlich, also ganz wichtiger Punkt, trotzdem Consent. Und das hat man ja bei Sexploitation-Filmen bei einigen Sachen nicht. Naja, aber wie gesagt, dieses Ganze spielt bei Lost Souls keine Rolle. Der will einfach nur Knaller zeigen, ne, wie hier Menschen ja, misshandelt werden, beziehungsweise wie gewisse Menschen mit anderen Menschen umgehen. Also wirklich harter Film. Definitiv kein leichter Tobak. Absolut nicht. Aber wie gesagt, also auch so Sexploitation. Ich habe ihn jetzt hier, weil er
oft da eingeordnet wird. Schwierig. So, das wird ja doch wesentlich länger, als ich dachte, das Video, weil ich mich so viel rechtfertigen muss. Nein, machen wir hier mal mit weiter. Das ist jetzt Ewigkeiten her, dass ich den gesehen habe. Da kann ich jetzt wenig zu sagen gerade. House of the Whipcord. Ne, British Gore Master Pete Walker. Ne, der ist also von Pete Walker, ne, der also auch ne, Frightmare, The Flesh and Blood Show und ein paar Euro-Klassiker gemacht hat. Ne. Und ja, House of the Whipcord, soweit ich mich erinnere, ist es halt auch tatsächlich hier ein Film, der dann wirklich Wert auf Geschichte und ähnliche, die Geschichte auf und ähnliches legt, auf ein Stück weit Atmosphäre. Ne, müsste ich tatsächlich nochmal gucken. Ne. Also hier auf jeden Fall einer der, also eines der weniger schundigen Werke. Ne. Aber wie gesagt, zu lange her, dass ich ihn gesehen habe. So, dann. Sexploitation-Film ist es eigentlich nicht, wo ich weiß auch gar nicht, warum der hier gelandet ist. Na, ich meine, weil er, ich glaube auch, hatte ich einfach hier mal mit reingepackt, weil eigentlich könnte man es auch beim Thriller mal reinpacken. Na, nur der war, glaube ich, in dem Dingsbuch auch tatsächlich mit drin. Frauen in Ketten, vom Titel passt es ja, aber man sieht schon Pam Grier, ne, Margaret Markov ist es halt Flucht in Ketten. Ja, nochmal mit Frauen besetzt und ein bisschen sleaziger. Na, aber der ist wirklich cool und das MGM, man sieht es, das ist natürlich, ist hier kein fieser Sexploitation-Kracher, das ist tatsächlich einfach ein Thriller. Der hat natürlich dann auch Erotikeinlagen, kann ich mich gar nicht so stark dran erinnern. Eigentlich ist der hier auch falsch einsortiert. Aber ich wollte hier auch mal einen wirklich ne, sinnvollen Film in die Kamera halten. Nein. Wird manchmal in die Schublade geschoben. Auch deswegen hatte ich den hier dann mit einsortiert und weil es so ins Regal gepasst hat. So, dann hier nochmal Erotik. Hatte ich jetzt irgendwo mit drin, im Reich der Sinne ist noch nicht mal ausgepackt. Im Reich der Sinne, im Reich der Leidenschaft. Habe ich auch noch nicht gesehen. Offenkundig, also zumindest nicht in der Variante. Muss ich nochmal auspacken und bei Zeiten angucken. Könnte auch sein, dass das teilweise ein ja, Erotik-Drama ist. Naja. So, na jetzt kommen wir hier wirklich langsam zu den Kloppern. Vorher nochmal und Heulern. Nochmal die Nichten der Frau Oberst. Glück gehabt, muss ich nichts zensieren. Auch hier Karine Gambier, Brigitte Lahaie. Das ist ein reiner Erotikfilm. Ne, also hier nichts Sexploitation, sondern reiner Erotikfilm. Den hatte ich damals geholt, weil ich ne, auf Sexploitation gehofft hatte. Ja, wie gesagt. Ne, ist nichts Weltbewegendes, aber wenn man Brigitte Lahaie attraktiv findet, ja, hier ist sie in Action. So. War auch eine sehr attraktive Frau, muss man sagen. Ne? Also, jetzt muss ich hier mal sortieren. Das kommt dann, den kann man so nochmal machen. Ja. Ja, dann haben wir hier nochmal Nunploitation. Aus Japan? Ist ja gezeichnet, ne? Aber Wet and Rope? Ja, das ist halt tatsächlich Nunploitation, also Sexploitation mit Nonnen. Hat natürlich auch ein paar ne, Folterszenen, aber in erster Linie auch eher erotiklastiger. Ne? Und ein bisschen Japan halt bondage-lastiger. Also es ist schon auch ein bisschen, dass ich ihn gesehen habe, aber geht mehr in die Richtung. Wirklich Erotik. So, ja, wo wir dann jetzt wirklich in den härteren Bereich reinkommen, kann man das kann man so zeigen, kann man, ja, Female Market, auch von Japan Shock. Damals tatsächlich weniger geholt, weil, oh, muss ich haben, sondern weil Japan Shock, oh, das könnte ja ein geiler Splatterfilm sein. Internet war noch jung, ne, da kam, hat man dann noch nicht so sehr sinnvoll recherchieren können. Ja, ist halt wirklich ein Sexploitation-Kracher. Der, ja, wenig, ich sag mal, Erotik hat, der hat viel nackte Haut, viel unfreiwilligen Sex, ne, Vergewaltigung und ähnliches. Ist schon ein ziemlich, ja, fieser Film irgendwo, ne, weil man hört es ja Female Market, ne, geht ja auch um Menschenhandel. Und, ne, aber hier tatsächlich wirklich eher, ne,
Ja, nicht im Sinne von, wir schleusen euch irgendwo hin, sondern im Sinne von ne, Zwangsprostitution. Und dementsprechend spaßig und erotisch ist der Film auch. Ja, muss ich echt nicht haben eigentlich. Ja, aber wie gesagt, leider im Vergleich zu einem, zum Beispiel zu dem The Refugees, der auch mit Menschenhändlern zu tun hat, hier weniger auf, ja, vielleicht auch irgendwo ne, darauf hinweisen, was da passiert, fokussiert, sondern eher auf ein, ja, das Ausnutzen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber naja. Also für Sexploitation-Fans, die wirklich die etwas härtere Gangart nicht im Sinne von Foltern, sondern Vergewaltigung und so mögen, ist das sicherlich der Shit. Ja. Und dann haben wir hier, habe ich hier mal mit reingepackt, weil es passt irgendwo, Guts of a Beauty. Das ist ja jetzt auch im Mediabook rausgekommen und dann wird ja so als großartige Verquickung von Sex und Gewalt, von Horror und Erotik angepriesen. Ja, der Horrorpart ist, dass da am Ende vor allen Dingen so ein Matschmonster rumrennt. Das sieht man hier die Hand. Das ist dementsprechend scheiße gemacht, das Viech. Sorgt eher für ein paar unfreiwillige Lacher. Und sonst, das ist ein billig runtergekurbelter Scheißfilm, wo bei dem viele Effekte, ich habe das Dave ja extra gezeigt, als er hier war, viele Effekte tatsächlich durch so, ich nenne es mal, Vergleiche entstehen. Nach dem Motto, ein Kopf soll irgendwo zermatscht werden und dann sieht man da das angedeutet, vielleicht noch kurz das Ergebnis und dazwischen, statt dann zu zeigen oder einfach nur wegzublenden, fliegt eine Melone durch die Gegend und macht. Also auch bewusst als Stilmittel, nicht nach dem Motto, hey, vielleicht sind die Leute dumm genug und merken das nicht, sondern um diesen Vergleich zu zeigen. Also. Nein, absolut, er ist nicht wirklich blutig, der Film, er ist nicht erotisch, er ist schlecht gemacht. Es ist, ja, und das Ding ist, es ist halt so nervig, es passiert lange Zeit, ist er auch einfach langweilig. Das heißt, er taugt nicht mal als Trashgranate was. Und ich weiß, Geschmäcker sind verschieden. Aber mir tut jeder leid, der sich da das viel Geld fürs Mediabook bezahlt hat. Obwohl die Mediabooks cool aussehen, ne? Aber ich hatte mir den damals, die DVD, da habe ich schon, egal was es war, ich weiß es nicht mehr, 20, 30 D-Mark, 40 D-Mark, ich weiß es gar nicht. Also das muss man übrigens für die ganzen Leute, muss ich jetzt hier mal einfach mal loswerden, die sich über die Preise beschweren bei Blu-rays und so. Heute würde ich zum Beispiel. Nur für das Mediabook hätte man am Anfang 35 € gezahlt. Umgerechnet wären es 70 D-Mark. Lässt man das mal mit der Inflation so ein bisschen außen vor. Wenn man damals ne, vielleicht 20 D-Mark oder 25 D-Mark für diese DVD gezahlt hätte, ja, von der Kaufkraft würde es mich nicht wundern, wenn das Mediabook unterm Strich gar nicht mal so viel teurer ist. Ne? Ich kann mich erinnern, 40 D-Mark für manche Videokassetten bezahlt und heute zahlt man eine 10 € für eine Blu-ray. Also Filmfans können sich, was die Preise angeht, weniger beschweren als manche andere. So, und dann haben wir hier natürlich noch Guts of a Virgin. Ja, Grundprinzip ähnlich. Ich glaube, da war am Ende halt tatsächlich das Matschmonster nicht. Es wird hier mehr rumgevögelt. Das ist ungefähr so erotisch wie, ja, ne, sich eine an der Tennissocke riechen. Es seien Leute stehen drauf, dann. Nein, aber der Film ist ja auch hier nicht erotisch. Meines Empfindens nach ist er noch weniger blutig und genauso langweilig und billig gemacht. Was Leute alles lieber besitzen als Geld. Und vor allem, wo es die Labels immer schaffen, uns ahnungslosen Horrorfans dann immer vorzugaukeln. Das ist ein Horrorklassiker. Also die beiden Guts of a Beauty und Guts of a Virgin, absolute Scheißfilme. Braucht kein Mensch. So, dann haben wir hier ja, Bear Behind Bars. Das ist, ein bisschen muss ich aufpassen. Bear Behind Bars. Ja, auch ein Sexploitation-Film von Osvaldo de Oliveira. Nee, Oliveira. Rira. Ja, was Sexploitation, das Thema angeht, weniger Foltergehalt, sondern auch wirklich stark mehr in den Filmbereich Erotik rein. Sehr viel Erotik, sehr, 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 sehr viel Erotik.
Also ich glaube, wer wirklich einfach ein lesbischen Porno oder Lesbenporno, das klingt immer so abwertend, ein Porno sehen möchte mit sehr viel ja, Sexszenen zwischen weiblichen ja, Darstellerinnen. Ne? Auch ich glaube, auch mit einem Schuss Hardcore-Szenen waren auch drin. Ne? Wer das sowas haben möchte in seinem Sexploitation-Film, aber dann lieber sagt, ich gucke einen Sexploitation-Film, anstatt ich gucke ein Porno, ein Softporno mit Hardcore-Elementen, einigen wenigen Hardcore-Elementen. Ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Also dann ist das der Film. Das ist, ich glaube, ich habe in keinem Sexploitation-Film so viel Sex gesehen. Kann man jetzt positiv wie negativ sehen. Es ist eher ein Erotik-Porno oder ein Porno, als dass es dann ein klassischer Sexploiter ist. Was manchmal, wenn man sich manche Sexploiter anguckt, vielleicht sogar von Vorteil ist. Naja. Und dann haben wir hier Escape from Hell. Das ist so lange her, dass ich den gesehen habe. Ja, The Mother of All Women in Prison Movies. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist zu lange her, dass ich den gesehen habe. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Hat Roma rausgebracht. Und starring transsexual Superstar Ajita Wilson. Tja. Ich möchte jetzt gerne wissen, wie viele Leute, die denn auf Sexploitation stehen und oh, Frauen, ne, Frauen als minderwertig ansehen und Transsexuelle oder Transpersonen ganz schlimm finden, die dann hier sitzen. Wer ist die bitte? Ich kann mir diesen Film nicht angucken, weil ah, ich weiß nicht, wer die ist. Ich wüsste es auch gar nicht mehr. Aber ich find das tatsächlich cool, dass selbst in so einem Genre wie im Sexploitation-Film halt, ja, und vor allem, das ist ja, glaube ich, in den späten 70er, frühe 80er muss der gewesen sein, dass da tatsächlich auch schon eine Transperson mitspielt. Hut ab. Finde ich cool. Ne? Also, gerade weil es natürlich ein sehr sexuell geladener Inhalt ist. Ne? Also, müsste ich mir das nochmal angucken, weil das ist natürlich, ist das sogar eine Troma-Team-Produktion? Den Release nur. Directed by Edward G. Müller. Edward G. Müller. Ich denke nicht. Ich denke, das ist ein Pseudonym. Müsste ich noch mal schauen, um da mehr sagen zu können. So, dann haben wir hier den Kultfilm von Kurt Raab, Insel der blutigen Plantage. Ich wollte eben Plantage sagen und sagen, nee, das ist Plantage. Dann wollte ich Plantage sagen, aber meinte, nee, ist doch Knoten in der Zunge halt. Ja, mit Karl Otto Alberti, Barbara Valentin und vor allem hier, das ist natürlich dann immer ein großer Kultfaktor, auch Udo Kier. Ich sehe Udo Kier einfach gerne. Ne, der Film selbst, das ist sogar mit Booklet drin. Die Premium Collection. Ja. Der war soweit ja, ganz unterhaltsam. Ich meine, Udo Kier wertet sowas natürlich immer gleich auf. Hat natürlich auch Sexploitation-Anleihen, aber auch viel anderen Kram. Ne, hat sich auf einer paradiesischen Insel ein grausames Reich errichtet. Ja, hat natürlich auch seine Action-Anleihen. Also der dann auch schon noch ein bisschen gutierbarer für ein Durchschnittspublikum. So, denn Bruno von Bruno Mattei, Violence in the Women's Prison mit Laura Gemser. Auch hier natürlich ne, einige fragwürdige Szenen mit drinne. Ne, auch viel klassische Sexploitation mit drinne. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man das Große über einen Bruno Mattei-Film mal sagt. Aber tatsächlich vom Unterhaltungswert und von der ganzen Machart, ja, nicht extrem genug, dass es halt einen wirklich abfuckt, sondern so, dass man sich das tatsächlich angucken kann. Ne? Und ne, ist halt ein Italo-Klopper dann. Ne, also der war tatsächlich auch gar nicht so schlecht, ne, für das Genre. Also auch für, wenn man mit dem Genre nicht so viel anfangen kann. Ja, und als letztes, das geht dann auch wieder ein Stück weit mehr in Richtung in Erotik. Ist jetzt doch wesentlich länger geworden, das Video, als ich dachte. Emanuel in Amerika. Ne? Also, ja. Auch ein Film von Joe D'Amato. Speziell, sehr speziell. Ne? Berüchtigt durch ja, die Szene mit dem Pferd, berüchtigt durch die eine Szene, die da im Film gucken mit dem ganzen Massaker, was da von sich geht. Ist ein Skandalfilm, ja, aber
auch overhyped. Also ich bin ehrlich, ich habe den auch, weil er hieß, also vor allem, weil es hieß, ne, ich meine, Laura Gemser kann man sich mal gut angucken in Filmen. Also ich sehe sie tatsächlich gerne, selbst wenn sie nicht nackt ist. Also ne, ist eine sympathische Persönlichkeit und hat durchaus auch ja, wirklich Wiedererkennungswert im Italo-Film. Ne, aber das war so, ja, Giorgio D'Amato, Laura Gemser, spielt George Eastman mit. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, weiß ich nicht. Na, aber mich hat er am meisten tatsächlich auch interessiert, weil er halt auch, ja, diese krasse Footage mit drin hat, wo die denn da mittendrin, also es ist jetzt zwar sehr verwaschen, aber man sieht, das Nippel. So, ne? Weil da ja diese sehr krasse und heftige Szene mittendrin sein soll, was die denn an Videomaterial da sehen. Und das ist schon nicht ohne, aber ja, irgendwo. Man lässt sich manchmal zu schnell hypen, weshalb ich inzwischen ja auch bei Hype immer extrem vorsichtig bin, wenn es heißt, oh, muss man gesehen haben. Nein, muss man oft tatsächlich nicht. Ne? Deswegen, also Emmanuel in Amerika, nicht der schlechteste Film, den ich heute in die Kamera gehalten habe, aber auch kein guter und bei weitem nicht der beste. So, ja, an der Stelle bin ich dann durch mit den Erotik- und Sexploitation-Filmen. Ne? Wie gesagt, jetzt mal samstags dazwischen geschoben. Ja, und. Soll man sonst groß sagen? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu den einzelnen Filmen denkt, falls ihr sie kennt. Na, könnt natürlich auch Mo sein. Ja, einiges davon ist kein Sexploitation. Nicht mal klassische Erotik, ich weiß, aber nun gut. Würde mich freuen, wenn ihr da ein paar Kommentare nur zu den Filmen lasst. Und ja, ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.